Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Und wie ich bereit bin. Herzlich willkommen zu Let's Play Metro 2033. In der letzten Folge haben wir ein ziemlich wichtiges Dokument namens D6 gefunden und das jetzt hierher gebracht. Das war in der Bibliothek, wo wir das Dokument gefunden haben. Ich will auch nicht zu viel quatschen. Schaut am besten die letzte Folge nochmal. Die war nämlich heftig. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Es ist das Verlies der alten Kirche. Rein. Gut, Zeit, den Ofen anzuwärmen. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Hey Leute! Mit Artyom stimmt was nicht! Артём! 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 Mehr Riechsalz! Wach auf, Artём! Wach auf! Gut, kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artём, bist du okay? Also, du hast uns echt erschreckt. Artyom, was war das? Kannst du aufstehen? Wir kommen an. Hier ist eine Luftschleuse. Gut. Anhalten. Hölle, ich kriege hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Scheiße, ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Wladimir, such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schlüssel. Etwas 3A nach 2D. Ignorieren! Dinosaurus! Sieh aus, als ob der Himmel die Monster auf uns zutreibt! Artyom, an die Waffe!
Das bin ich, Kollege. Ich glaube, das sind richtig viele. Ich werde kämpfen, sterben. Feuer! Hohoho! Caramba! Schön verballern hier. Oh Gott. Überhitzt. 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 Nein. 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 Überhitzt. 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 Was kann ich machen? Fuck. Das Ding überhitzt sich extrem schnell. Okay. Okay. Vladimir, such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. Neue Runde, neues Glück. Nach 2D. Ignorieren. Dinosaurus! Wie die Monster auf uns zutreibt. Artyom, an die Waffe! Na gut. Was auch immer passiert, ich werde kämpfen, sterben. Feuer! Weiter. Was soll ich denen hier unten jetzt geben? Oh, das Ding übersteuert voll. Wisst ihr das? Geht nicht so leicht, das geht nicht so leicht. Hier. Das Ding übersteuert. Übersteuert, ne? Verdammt! Beeilung, sonst sind wir tot! Endlich! Das Tor ist auf! Beeilung! Gott sei Dank! Beeilung! Los, los! Scheiße, so nah! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Okay, gestartet! Gib Stoff! Ach, Gott sei Dank! Oh, das war knapp! Wir haben es geschafft! Also, da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Na dann mal los. Los geht's. Dann mal los, Blaird. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Oh Mann, ist das etwas wie eine Dungeon jetzt oder was? Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los.
Los, los! Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Verdammt frei! Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Alles sauber! Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Was müssen wir machen? Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ullmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Verderber. Wie Sie sagen, mein General. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Wenn du mir sagst, welche? Die hier? Jo. Tatsächlich. Verdammt, 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 verdammt! Ich glaube, hier sind noch andere, oder? Tatsächlich. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Boah, wisst ihr, woran mich das erinnert? An Herr der Ringe. Und zwar die Minen von Moria. Keine Ahnung wieso, aber das irgendwie erinnert mich das daran. Was? Sind da Gegner jetzt hinten? Angriff ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Lassen wir es krachen! Ach, halt die Klappe. Wir werden es schaffen. Ein Glas Mundschein für jeden... So viel vergeudeter Platz. So ein toller Ort, um Pilze zu züchten. Ja, jetzt ist aber gut hier. Ich rede mit Absicht nicht, weil es ja auch gerade so ein bisschen spannend ist.
Naja, ich kann eh nur einmal sterben! Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Nichts Besonderes. Außer Feinde, irgendwelche Drecksmonster. Nein! Boris, mein Freund, warum? Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Der Arme. Den hat's getroffen. Es war ein Verlust nach dem anderen. Und der Tod eines jeden, der dabei half, meine Heimatstation zu verteidigen, war ein Nadelstich in meinem Herzen. Wahnsinn. Okay, vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Okay. Noch ein bisschen mehr. Offen. Gasmasken auf. Dann wollen wir mal ins Werk gehen. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Alles frei, gehen wir. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Dinosaurier sind hier. Oh oh. Ich dachte, das wär's erstmal vorerst, aber das war wohl nicht so. Ups, tut mir leid, dass ich dich angegriffen hab, wo es immer noch heiß. Stirbt er nicht? Fuck. Ja gut, ich muss die Shotgun nehmen. Ich hab keine andere Möglichkeit. Kommt hierher! Vorsicht, Männer! Scheiße! Feuer frei! Bisschen viele, ne? Und wie krank das ist einfach. Das ist so irrsinnig krank. Kommt hierher. Yeah.
Shit. Diese Tür führt nach D6! Sind wir da? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Scheiße, abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Irgendwo muss eine Steuereinheit sein. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Ach, nur ich wieder, ne? Gut, dann mache ich es. Shit! Bist du in Ordnung, Artyom? Gut, wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Die wollen mich doch nicht ernsthaft hier allein lassen jetzt. Was war das? Nein! Was ist das für ein Viech? Doch nicht wieder so ein Superstarker, ne? Ich glaube, wieder so ein Superstarker. Ja, es ist so ein Superstarker. Ich habe nicht so viel Muni, Mann. Es geht nicht so einfach. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode von Let's Play Metro 2033. Es hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt dann, wie es auf jeden Fall in der nächsten Episode weitergehen wird. Ich bin wirklich fix und fertig von diesen Viechern. Das hatten wir auch schon in den letzten Episoden, diese super starken Viecher. Und jetzt haben wir auch noch das Problem, dass unsere Kumpanen weg sind. Ja, wir haben es einfach so verdammt schlecht gerade. Bis dahin.